Hallihallo, ich grüße euch recht herzlich. Heute machen wir euch leckere, puff-puff-weiche Porchas mit meiner kleinen Tochter. Hallo. Ja, sie war mein Assistent heute und wir fangen mal sofort mit den Zutaten an. Und zwar brauchen wir jetzt für dieses Ganze 4 Becher Milch. Das sind 800 Milliliter. Bitte erwärmen die Milch. Dann brauchen wir 2 Becher Öl. Das kann auch Sonnenblumenöl sein, 400 Milliliter. Zweimal Frischhefe, 8 Esslöffel Zucker, 2 Esslöffel Salz, circa 1385 Gramm Mehl. Bitte langsam reingeben. Es sollte schon ein weicher Teig sein, der nicht an den Fingern klebt. Dann brauchen wir für die Füllung Schafskäse oder Traubensirup, Margarine zum Rüberschmieren, zweimal Eigelb und das Ganze im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad circa 23 Minuten backen. Und jetzt geht's auch schon zur Zubereitung. Wie auch zu sehen ist, werden wir erstmal in unsere Hefe die erwärmte Milch reingeben, gründlich miteinander verrühren. Ich hatte nur eine Hand zur Verfügung gehabt und deswegen ging es bei mir eigentlich ja sehr schwer. Hinterher werden wir noch das Öl hinzufügen, sowie Salz und Zucker. Das Ganze werden wir auch miteinander gut verrühren. Nachher, wenn ihr das Ganze gut verrührt habt, dann gebt ihr das Mehl bitte rein. Langsam, langsam, nicht alles auf einmal. Dieser Teig sollte ein Teig sein, der nicht an den Fingern klebt, sollte auch weich und geschmeidig sein. Bitte anschließend den Teig für eine Stunde ruhen lassen, damit wir ihn dann weiter verarbeiten können. Nach der Ruhezeit entnehmen wir uns kleine Bällchen, am besten so groß wie eine Mandarine. Diese bevorzuge ich auch, die Größe. Ihr braucht eure Arbeitsfläche nicht zu beölen. Wir rollen den Teig relativ dünn aus, bestreichen ihn mit Margarine. Ich habe erstmal die ganzen mit Käse befüllt. Das erste Blech habe ich mit Käse gemacht. Ihr haltet euren Teig an beiden Enden fest und zwirbelt ihn von beiden Seiten und dann macht ihr daraus einen Kreis, einen Kringel, wie ihr es auch anhand des Videos sehen könnt. Den nächsten habe ich mit Traubensirup zubereitet. Das ist das gleiche Prinzip. Erstmal wieder dünn ausrollen und dann Margarine raufschmieren und dann den Traubensirup draufgeben und die beliebige Form machen, die euch am Herzen liegt. Hinterher die Poachas noch mit Eigelb bestreichen. Ich habe noch Sesam draufgestreut. Es ist euch überlassen, was ihr noch hinterher draufstreut. Und dann schön backen. Jetzt. Daumen nach oben bitte geben, weil das Video ist richtig lecker. Und nicht Daumen nach unten geben, sonst weine ich. Und jetzt tschüss! Tschüss, bis zum nächsten Mal.
die letzten habe ich jetzt mit Traubensirup zubereitet, wie ich auch schon gesagt habe, im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, circa 23 Minuten backen. Nachher noch mit Eigelb beschmieren, nicht vergessen, ich habe noch Sesam raufgestreut. Also es ist euch überlassen, wie ihr es dann nachher macht. Und ja, die Porridges können sich wirklich sehen lassen, sind irrsinnig lecker. Und mit diesem Video verabschieden wir uns natürlich. Sagst du auch nochmal Tschüss? Tschüss, aber es war, jeder soll das nachmachen und Daumen nach oben geben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert. Aber nicht unten. Abonniert kostenlos unseren Kanal. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!